So, das ist jetzt schon die dritte Folge, die ich am Stück aufnehme. Also. Und wir können wieder Schafe hauen. Damit wir dann Wolle hier für unsere Palazzo haben. Und zwar ist das nicht das Wolkenpalazzo, sondern das... Naja, Wollpalazzo. Das Seepalazzo der Wolle. Weil man da halt so geil über das Wasser blicken kann. Aber erstmal machen wir diese laufende Baustelle ein Dach drauf. 17 Kölis haben wir. Fackels. Fuck. Yeah. Ein wahrer Fackelsegen hat uns hier überschwemmt erwischt. Jetzt müssen wir erstmal Holz holen gehen. Also eine Tierfarm könnte man hier locker aufmachen. Besser geht's nicht. Oh, sorry. Ich poche und poche und poche und poche. Klickt bitte die Werbung von meinen Videos an, damit ich endlich mal ein paar Moneten für meinen Kanal kriege. Ja, ich mache halt gern Scherze. Meine Fresse, ist das schlimm? Ich hab gefragt, ob das schlimm ist, Alter. Es ist ne, aber. Schafe hauen. Wir wollen ja dann schließlich irgendwann unser Palazzo bauen. Da ist ein angezogen, das sind angezogene Schafe. Die müssen wir gleich nackt machen. Schafblöcke. So viele Schafblöcke wir haben. Schon 30 Schafblöcke, das ist gut. Also bitte erinnert mich allmählich daran, dass ich demnächst mal die Monster wieder anmachen soll, wenn die Bude fertig ist. Beim Trichter könnte ich auch das Trichterhaus bauen. Hier, der Trichter. Rennen wir durch den Trichter. Also richtig krasse Dinge gibt es in der Welt noch nicht. Ist mir aufgefallen. So. In wie Inventar. Also. Jetzt fehlt uns genau ein Brett. Die dritte Folge am Stück. Naja. Sagt mir, ob ihr das Seepalazzo für eine... Also, wenn ihr das Seepalazzo für eine gute Idee haltet. Oder ob es total scheiße ist. Schreibt es in die Kommentare. Und das geht's nicht. Wie soll ich sonst erfahren? Oder schreibt's an mein Meter 99.
an meine E-Mail meinmeter99@web.de. Kapiert? Alles clean geschrieben für die, die es genau haben wollen. Also, ich möchte schon mal ab und zu mal was Nettes in mein E-Mail-Fach haben. Könnte sein, dass eine Antwort kommt, muss aber nicht. Denn ich bin manchmal auch beschäftigt. Und das nicht nur mit Zocken. Obwohl, meistens schon. Ist hier noch ein angezogenes Schaf. 3 angezogene Schafe hoppen vor meiner Hütte rum. Altes Schaf, also. Und noch 2 im Trichter. Ist ja ein Wollsegen hier. So schnell kommt man in keiner höheren Version an Wolle. Ich würde gerne mal wissen, in welcher Version Diamanten implementiert wurden. Wird schon. Die Kühe machen hier lustige Geräusche. Das war jetzt nicht gerade schön, aber ich glaube, ich sollte mal die Kochecke hier rüber verschieben. Eine Theke hinbauen. So. Oh nee, ich hasse es. Schon wieder wird Nacht, bevor wir unsere schöne Bude genießen können. Was brennen. Mehr aber auch nicht erstmal. Ach ja, ich kann ja die Monster wieder anmachen. Ist hier was? Nö, hier ist keiner. Außerdem wollte ich euch dann auch nochmal sagen, hat zwar jetzt nichts mit dieser Let's Play-Reihe zu tun, aber ich werde versuchen, nur noch auf Askalter Games meine Server-Let's Plays zu machen. Ich glaube, das sollte ich nicht nochmal machen. Zombies! Ja! Zombielein, willst du küssen? Willst du knuddeln? Willst du Knuddelschwert? Willst du Knuddelschwert? Ja, natürlich. Du willst Knuddelschwert. Danke für Feder. Und du willst auch Knuddelschwert? Ja. Du willst Knuddelschwert. Du willst Knuddelschwert. Du willst Knuddelschwert. Och, du auch.